bin der Einzige, was mit Jan zusammen nicht irgendwas klar sieht, Alter. Nee, ich auch. Ja? Ach so, okay. Ich hab meine Augensplitzung, Mann, ich sehe was. Du hast deine Augen. Ja, Mann, ich sehe was, voll geil. Ja, das hier, das ist Mr. R-Punkt. Er gehört, er ist ein Außenseiter in der King of Chaos Crew. Ja, da haben wir hier den typischen Amok Fraggle. Er ist unser Anführer, möchte deswegen auch nicht erkannt werden. Ja, wir haben hier noch so einen fetten Mexikaner. Er trinkt nicht oft Tequila. Er kifft öfter. So eine Hure. Immer nur am Rauchen. Unser ganzes Gras raucht der Wichser weg. Hey Amok, was sagst du dazu? Meine Stimme musste verstellt werden, weil ich weltweit gesucht werde, ist hier hinter wohl. Sie versteht schon. Und zu was soll ich denn was sagen? Was halten Sie von unserem Mexikaner, der unser ganzes Kuh. Alter, Digga, willst du mich stressen? Oder was? Ich kann doch kühlen oder was? Mann, Alter. Meine Papa! Ja, Mann, Alter. Nein, pass mal auf, Alter. Ruhig. Soll ich ihm noch in die Hand schießen, Mann? Nein, Mann, ruhig. Ich will Papa. Ich möchte noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich will Papa. Ich mach doch nur ein Interview. Ja, geben Sie ihm Tequila. Vielleicht ist er dann. Ah, was, Mann? Gibst du mir ein Gas oder was? Oder soll ich dir ein scheiß Loch in deinen scheiß Schädel blasen, hä? Sofort, tut mir leid. Jetzt stress mich so rum da. Alles Flasche. Mann, Alter. Diese Mexikaner heutzutage sind auch unmöglich. Keine Manieren. Weißt du, wir wollen ja möglichst gutes Bild bei den Zuschauern hinterlassen, weißt du? Aber natürlich. Ja. Dann soll ich die Waffen wegpacken? Soll ich die Waffe wegpacken? Welche Waffe? Die habe ich Reporter. Mein Gott, du riechst das noch auf den Reporter. Nein, tu nicht mehr. Was machst du? Ich weiß nicht. Du kannst doch keine Waffe auf den Reporter. Ey, pack doch das Ding weg, Mann. Das ist ein Reporter, Mann. Ach so, alles klar. Das ist ein Reporter, der kann es verklagen. Ach so, alles klar. Nein, auch nicht anzünden. Aber der letzte Reporter hat so geil gebrannt, Mann. Ja. Ey, du darfst das nicht so ernst nehmen, okay? Ja. Ist okay. Ja, ich hab's auch ein bisschen teilt. Pass auf. Ja. Weil, weißt du, das verdammt, das kann doch sicher rausgeschnitten werden, oder? Ja, sicher. Ja, warst du denn auch schon wieder? Koks ist abgefangen worden. Weil, wenn nicht, dann kannst du ein paar Probleme. Ey, Mann, kannst du mal mit deiner Pisskamera ganz kurz irgendwie da, genau. Ey, schau mal, die Kolumbianer sind dran. Das Koks ist nicht mehr da. Alles klar, also das ist jetzt. Das Ding weg, Mann! Alles klar, Mann, Entschuldigung, das ist jetzt eine wichtige Situation. Also ich hoffe, Sie verstehen diese Situation jetzt nicht falsch. Wir müssen hier nur ein bisschen was Geschäftliches regeln, müssen Sie. Wissen Sie eigentlich, was mit unserem letzten Geschäftspartner passiert ist? Habe ich Ihnen schon erzählt? Also, das war ein ganz dummer. Ich brauche einen Aschenbecher, verdammt! Es tut mir leid, Mann, ich gebe dir schon einmal. Alter! Scheiße, Mann, oder habe ich das hier Waffe gekriegt? Perfekt, Mann! Respekt, bevor Chef das nicht meint! Das Koks ist weg! Ganz weg! Wie? Wo ist das Koks, Mann? Ganz weg! Was, Mann? Ich hab gerade einen Knopf gedrückt, Mann. Ja, Mann! Das war auf die Insel, auf der sie das Koks verschifft haben. Ja, Mann! Die ist jetzt weg. Gute Arbeit! Gute Arbeit! Ja, also Sie vertreten die Vereinigten Nationen des Koks. Ich spreche mal am liebsten mit dem Chef, weil der Mexikaner ist mir verwirrt. Und der Typ. Hey! Was, Alter? Jetzt nennt er mich verwirrt, Alter! Er redet. Und auch mit nichts anderem, Mann. Ey, pass mal auf. Ey, wir vertreten gar nichts, außer uns ab und zu mal die Beine, ist das klar? Okay, alles klar. Ist okay. Ja, welchen Sinn hat eigentlich so ihre Crew, so ihr Verein hier so mit dem Mexikaner und so, was vertreten sie, was wollen sie damit bezwecken? Ja, wir wollen damit eigentlich bezwecken. Ja,
was wollen wir damit bezwecken? Wir wollen halt unser Geld machen, ne? Ein gutes Leben haben und so einen Scheiß, ne? Ich meine irgendwie, uns ist das auch gar nicht so bewusst, dass das illegal ist, verstehen Sie? Es ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist, naja, ja, wir wollen gar nichts bezwingen, wir sind einfach so, wie wir sind. Der Mexikaner, ich hab ihn aus der Klapse geholt, verstehen Sie? Er war früher mal Buchhalter, verstehen Sie? Dann ist er durchgedreht. Nach einem Urlaub in Mexiko. Nachdem er Papayas gegessen hat. Aha. Ja, und welche Aufgaben erfüllen Papaya? Ihre Scheiße, Papaya. Mitglieder? Papaya, ja. Ihre Mitglieder? Was, welche Mitglieder? Ja, Ihre Mitglieder Ihrer Gemeinschaft. Ich sehe keine Mitglieder. Ich weiß nicht, wie die meinen. Ja, ich meine jetzt diesen Mexikaner und den. Die beiden meinen. Ja, wie viele Mitglieder haben Sie überhaupt? 2,38 Millionen circa, wieso? Eine reine Interessenfrage. Ja, welche Aufgaben erfüllen Sie in Ihrer Gemeinschaft so? Ich innerhalb was dieser Gemeinschaft. Was tragen Sie dazu bei so? Welche Aufgaben haben Sie eigentlich? Naja, wie Sie vielleicht schon gehört haben, also ich war mal Buchhalter. Ah, Sie sind der Buchhalter. Ah, alles klar. Sie interessieren mich nicht im Geringsten. Willst du mir Scheiße androhen oder was, Mann? Ey. Lässt du mich nicht ausreden oder was, Mann? Chef, es ist alles cool. Es ist alles cool, Chef. Es ist alles cool. Ich lass ihn in Ruhe. Nein. Sagen Sie doch auch mal was dazu. Sie können doch nicht tatenlos gucken, zugucken, wie ein Reporter erschossen wird. Ich habe hier fast gar nichts zu sagen. Wie, Sie haben hier gar nichts zu sagen? Ja, nicht so viel. Also, wenn die was machen, das ist voll deren Ding hier so. Nee, ich kann denen nicht vorschreiben, was sie machen. Also. Achso. Nein, keine Gewalt. Du fuchtest, hey! Keine Gewalt. Hey, pass mal auf, Mann. Chef. Nein, Mann, verpiss. Ich sag nur eins. Du kannst mit der Waffe eh nicht umgehen. Du bist sowieso... Also, jedenfalls zu folgendem. Was mit unseren Klienten passiert ist... Also, was ich für ein Problem habe. Nein, was ich für eine Aufgabe. Ich bin nicht nur Buchhalter. Ich bin nicht nur Buchhalter. Nein, ich erledige auch so gesehen die Direktjobs. Also, wissen Sie, ich meine, es passiert einfach Scheiße in dieser Organisation. Und Leute bescheißen uns. Und Leute bei uns über den Tisch und Leute sagen, dass wir Scheiße labern. Okay. Und diesen Leuten helfe ich, wenn die Leute mir nicht gerade hier in diesem Raum irgendwie meine Arbeit zunichte machen, ja, dann nehme ich mich halt dieser Jobs an und kümmere mich darum, würde ich sagen. Aha. Hey, was? Nur ein kleiner Tipp. Falls er noch Feuer fragt, geben Sie ihm kein Feuer. Er zündet gerne Reporter. Scheiße, er hat eins gefunden. Es ist alles cool, mein Chef. Ich brauche doch nur Feuer für mein Feuer. Soll ich dir mal was erzählen? Der hat das Magazin aus der Waffe rausgenommen. Soll ich dir mal was erzählen? Ich bescheiße unseren Chef nicht, klar? Oh. Er unterstellt mir, dass ich dich bescheiße. Wie krieg ich das raus? Okay. Sag das doch, dann hat er es doch wieder reingeschickt. Das ist eine Dreiviertelautomatik.